Wirst du leicht wütend? Fühlst du dich manchmal gekränkt? Dann bleib dran, ich habe einen tollen Tipp für dich, wie du da endgültig aussteigen kannst. Hallo, ich bin Oliver Erini und herzlich willkommen zum Mediale Energetik Podcast. Heute verrate ich dir ein offenes Geheimnis. Das ist eigentlich so leicht und so klar und so offen, dass du dir nach dem Video denken wirst, ach, wieso vergesse ich das immer wieder? Aber bevor ich anfange, möchte ich mich herzlich bei dir bedanken. Die Community wächst unglaublich. Also es sind irrsinnig viele Abonnenten und der Kanal wächst und die Interaktion mit der Community wächst. Und ich möchte mich bedanken, dass du dabei bist, dass du dir das anschaust und dass du Teil dieser Community bist. Und wenn du es noch nicht bist, lass mir einen Daumen hoch da, teile das Video, abonniere den Kanal, da ist mir wirklich geholfen. So, aber jetzt genug der Eigenwerbung. Wir kommen jetzt zu dem großen offenen Geheimnis oder dem größten offenen Geheimnis, das dir eigentlich dabei helfen wird, schnell aus deinen Emotionen auszusteigen beziehungsweise gar nicht so schnell reinzukommen. Und zwar ist es eine relativ simple Sache. Es gibt einen Impuls. Und dann gibt es deine Reaktion auf diesen Impuls. Ist klar. Es gibt einen Impuls, Handy läutet, Reaktion, du hebst ab und telefonierst. Aber, und jetzt kommt das Geheimnis, und das ist das Unsichtbare in der Mitte, und das finde ich ja cool, weil mit dem beschäftige ich mich ja eigentlich in der medialen Energetik auch andauernd. Das ist das, was man nicht sieht und wo man aber vieles verändern kann in diesem Unsichtbaren. Und das ist natürlich auch das, wo die Wissenschaft die ganze Zeit sagt, ja, Mumpitz oder gibt es nicht, aber eigentlich ist da ganz viel Wirkung und Wirklichkeit enthalten in diesem unsichtbaren Raum dazwischen. Also noch einmal, Handy läutet, Impuls, und du reagierst, Reaktion auf den Impuls. Was ist dazwischen? Das Unsichtbare. Das ist eigentlich so deine, diese Zeit, bevor du reagierst. Und wie dieser Zeitraum gefüllt wird, liegt in deiner Hand. Das heißt, das ist der Raum, den du dir wieder zurückerobern solltest. Und ganz viele Leute spüren diesen Raum gar nicht mehr. Die haben diesen Raum aufgegeben und reagieren einfach nur mehr auf die Impulse, anstatt sich diesen Raum da anzuschauen. Man kann jetzt natürlich sagen, ja, das ist meine Abgrenzung auch. Und das stimmt auf eine Art und Weise. Aber eigentlich ist es eher so der Reaktionsraum, wie du und wie schnell du auf etwas reagierst. Das heißt, wie bekommst du diesen Raum zurück? Es läutet das Handy und dann kannst du entweder sofort, ach, ich muss jetzt abheben. Und dann heißt es, ah, mein Gott, jetzt stört mich meine Mutter, mein Vater oder mein Freund gerade bei was weiß ich was. Aber eigentlich hast du dich ja stören lassen. Das heißt, du kannst dir überlegen, möchtest du überhaupt auf so einen Anruf jetzt reagieren? Handy läutet, der Impuls, und dann kommt dieser Raum. Und wenn du in diesem Raum entscheidest, bewusst entscheidest, ja, das passt jetzt für mich, dass ich das Handy abhebe und da jetzt telefoniere. Wenn du das ganz bewusst entscheidest, dann handelst du, dann agierst du und reagierst nicht mehr. Das heißt, es wird zu einem Aktionsraum. Du agierst aus dir raus. Sonst reagierst du nur. Wenn du bewusst nach dem Klingeln sagst, passt mir das jetzt? Nein, das mache ich dann später. Dann hast du auch agiert. Und dann passiert oft Folgendes. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass dieser Raum eben erhalten bleibt. Was dann nämlich passiert ist, oh Gott, das ist jetzt womöglich meine Mama und die macht sich dann Sorgen, wenn ich jetzt nicht abhebe. So, nehmen wir mal dieses. Oder da macht sich jetzt wer Gedanken oder fragt dann wieder oder ich habe dann nachher mehr Theater, als ich eigentlich habe, wenn ich gleich abhebe und das schnell abfertige sozusagen. Also was passiert dann? Telefonat und dann kommt gleich mal, okay, dann kriege ich dann einen Stress, wenn ich nicht reagiere drauf und da sagt dann meine Oma oder meine Mama, sie macht sich dann Sorgen und ich kann mir das wieder anhören. Was passiert? Du verlässt diesen Raum, der Raum wird dünner und du nimmst die Gleichung von jemand anderen in deinem Raum. Du gibst jemand anderen deinen Raum sozusagen, also diesen Raum gibst du ein bisschen ab und das ist dann das, wo du dann noch genervter wirst. Was kann man da tun? Ganz klar entscheiden, okay, wenn da jetzt jemand enttäuscht ist oder sich Sorgen macht
muss man, mach dir bewusst, und das ist auch in diesem Raum drinnen, machst du das jetzt, hebst du das Handy jetzt nicht ab, weil du deiner Mutter zum Beispiel Sorgen bereiten willst? Ist das deine Motivation? Und wenn das nicht deine Motivation ist, was es wahrscheinlich nicht sein wird, dann ist das der Film von deiner Mutter und hat mit dir nichts zu tun. Das heißt, dann wird dein Raum wieder größer, weil du diese Energie wieder abgeben kannst. Und das sind so Spiele, so zocken wir hier auf der Erde eigentlich alle mit Energie herum. Das sind diese Energie-Aufmerksamkeitsspiele. Und da geht es nur darum, diesen Raum zu vergrößern. Das eine ist eben über die Bewusstheit, dieses zu sagen, was will ich jetzt, wie, und du handelst aus dir raus, du agierst aus dir heraus. Ein weiterer Tipp wäre von mir, der zweite Tipp ist, dieses mach dich innerlich größer. Das heißt, streck dich durch und komm in deine Würde, komm in deine Kraft. Das ist wirklich so dieses bisschen Brust raus, Kopf hoch und dann sieht man schon klarer. Und das kannst du wirklich ausgestikulieren oder du stellst es dir nur vor, dass du größer wirst. Und durch dieses Größerwerden vergrößerst du auch diesen Raum. Also das wäre so ein weiterer Tipp, den du da machen kannst. Wenn dir das jetzt ganz fremd ist, dieses Konzept, dann achte mal drauf. Achte mal drauf in einer Situation, Aktion und deine Reaktion, also der Impuls und wie du darauf reagierst und nimm diesen Raum mehr wahr. Muss man ein bisschen ruhiger werden und durch das bekommst du einfach dann auch viel mehr Abgrenzung, viel mehr Klarheit rein und du wirst merken, du wirst nicht mehr so gereizt sein. Du kannst mehr bei anderen lassen. Also durch dieses einfache Bild, durch dieses Erkennen dieses Raums, den man normal nicht sieht, gewinnst du eine ganz neue Dimension, eine ganz neue Qualität in deinem Leben. Und um das geht es ja eigentlich bei der ganzen Energetik, nicht wahr? Also zumindest bei der medialen Energetik. Es geht eigentlich um eine neue Qualität, um eine höhere Lebensqualität. Und deshalb sage ich ja auch immer, die mediale Energetik ist Energetik, die wirkt. Ich bin Oliver Ereny aus dem wunderschönen Linz und ich hoffe, das Video hat dir ein bisschen geholfen, dich ein bisschen bewusster gemacht, dann finde ich das schon mal prima. Wenn du ein Thema hast für ein Video, schreib es mir unten in die Kommentare rein. Wenn du eine Frage dazu hast, einfach schreiben. Ich beantworte es gerne. Tschüss, alles Gute und bis nächstes Mal. Ciao.